Hallöchen und willkommen zurück hier bei eurem Robber auf Traumfänger 123 auf den Traumfänger LE gegen den CBD. Ein ZVZ mal wieder auf der gleichen Map wie immer. Ziemlich kurz, das heißt, wir gehen auf Baelinge into Mutas oder Roaches oder gleich Roaches. Aber Roach Fight gegen Linge am Anfang ist halt ziemlich creepy und irgendwie tut sich gerade nichts im Ladebildschirm. Dann kann ich euch noch meinen Tipp vorlesen oder den Tipp, der bei mir steht. Sie können Steuerungsgruppen verwenden, um Einheiten zu bauen oder auch nur in ihre Basis schauen zu müssen. Sehr gut zu wissen. Vor allem als Zerg. Da können wir resen und hinten trotzdem noch Truppen bauen. So, ich bin fertig. Der CBD, der baut noch ein bisschen. CBD, ist das nicht so ein Funk? Nee. So, hier vor. Good luck, fun wünschen. Und dann als nächstes den Overlord. Ein Diazerg gegen ein Diazerg. Good luck, good luck. Oh oh, ich ahne natürlich, wie was Schlimmes beim Zerg. Und werde gleich scouten gehen. Weil diesmal will ich auf jeden Fall erst bei 16 den Extraktor nehmen. Und bei 16 den Pool. Ist nur die Frage, erst den Pool oder den Extraktor. Das müsste der Scout theoretisch nicht in Erfahrung bringen können. Das heißt, Extraktor und wir nehmen bei 16 dann den Pool. Wer schon Good Luck schreibt, der hat Schlimmes im Sinne. So, hier bauen wir dann einfach mal den Pool hin, die Drohne. Oh, frühe Echse. Doch, sowas in der Art. Okay, hätte ich nicht mit gerechnet. So, dann als nächstes die Hedge. So, ziehen wir zwei Arbeiter ab, ist okay. So, der kommt. Kriege ich die Drohne? Nein, kriege ich nicht. Er kriegt meine Drohne. Schade. So, dann nehmen wir das Gas. Und Drohnen weiter hoch. Mein Pool müsste halt ein bisschen früher kommen, aber er hat dafür die Echse zeitiger. Ich werde dann sofort zwei Linge bauen. Einfach nur, um zu scouten. Und dann als nächstes die Queen. Wobei, ich drücke erstmal Speed an. Ja, ich kann erst die Queen andrücken. Ich habe ein bisschen zu spät das Gas genommen. So, dann können wir gleich Speed andrücken. So, und los Speed. Speed kommt. Zwei Linge werden gebaut. Und wir gehen direkt auf Roach One. Wenn wir keine Linkfights haben. Auch noch ein Obi dazu. Hab ich jetzt gebaut? Ja, Obi kommt. Noch eine Drone dazu. Die Queen kann injecten. Okay, haben wir bekommen. Gehen wir scouten, was er noch so schönes baut. Noch nichts weiter in Sicht. Obi schnell noch weg. Und wir bauen Roaches. Und noch ein paar Drones dazu. Und am besten noch einen Obi. Obi kommt. Du kannst hier in die Mitte. Speed haben wir dann durch. Noch ein paar Thrones. Oh, was stand da? Ich hab da irgendwas gesehen. Ein Obi. Das heißt, wir könnten ein paar. Brauchen wir noch ein Gas für. So, nehmen wir nochmal zwei Queens zur Sicherheit. Und nochmal zwei Roaches. Wie sieht's aus? Baut der Echo? Er baut Fett Echo. Das heißt, wir können Echo bauen. Oder dann selber pushen. Aber ich und meine Push, das ist immer so eine Sache. Weil da brauche ich viel mehr Overlords für. Ich habe da einen gebaut, da kommt er. So, nächste Overlord kommt. Queens kommen.
Er nimmt die dritte, das muss ich auf jeden Fall bestrafen. Also die kann ich nicht durchkommen lassen. Weil das wäre echt schlecht, wenn ich die durchkommen lasse. Dann äxt er mich einfach nur zu Tode. So, also mehr Roaches bauen. Und für den Push dann nichts mehr nachdrücken. Würde ich denken. Ich habe da eingebaut. Nicht genug Overlords, nicht genug Overlords. So, dann gucken wir mal vor. Base steht. Können jetzt den linken Run bei machen. Das heißt, wir stellen mal hier die beiden Queens ab. So, auf Creep kämpft sich's besser. Und wir bauen ein paar Roaches nach. Baylinge sind mir eigentlich recht schnuppe. Queen genommen, das ist schon mal okay. Und ich habe ihn halt die dritte noch genommen. Wo er halt nicht so viel dran hatte. So, Hydra was dazu. Und alles ist schick. Theoretisch. Und natürlich noch Upgrade-Gebäude. Und mehr Roaches. So, injecten. Makro-Hedge können wir noch bauen, theoretisch. Injecten. Ihr habt mich injected. Ist nicht gut. Mehr Roaches. Speed andrücken. Upgrades andrücken. Ich brauche alles jetzt. Am besten sofort. Er baut die Base gleich wieder auf. Okay. Hat er jetzt auch mehr Armee als ich? Das heißt, ich müsste hochdrohen. Und auch mal eine dritte nehmen, so langsam. Das werde ich auch gleich tun, die dritte nehmen. So, du nimmst die dritte. Welche ist denn besser? Oh, ich nehme einfach mal die. Er kommt. Okay, hat die dabei. Ich brauche noch ein paar mehr Truppen. Wir nehmen noch Linge dazu. Hat er schon 1-1? Er hat 1-0. Ich noch nicht. Wann habe ich es durch? Gleich ist es durch bei mir. Wir brauchen mehr Mineralien. Noch mehr Hydras dazu wäre nicht schlecht. Injects wären geil. Und wir machen einen kleinen Run-By. Hat er mitgekriegt? Ist aber nicht schlimm. Kann auch ruhig.
mehr Hydras bauen. Und ein bisschen mit Link verrückt spielen. Mehr Hydras. Bisschen die Echo wegknüppeln, ist immer gut. Nehmen wir mal ein paar Linger dazu, weil das klappt ja anscheinend richtig gut bei ihnen. Und müssten nebenbei aber noch Drohnen. Ich brauche noch mehr Linge. Und mehr Creep vor allem. Und mehr Overlords. Und viel weniger Gas. So, haben die das schon? Jetzt brauchen die unbedingt noch das Upgrade. So. Wir haben noch ein paar Linge, mit denen können wir da angreifen. Er baut Spinecrawl und die Echo Lines. Baut auch Hydrodent und noch ein Spinecrawler und noch ein Spinecrawler und noch ein Spinecrawler. So, Hydras kommen, das kommt, ich brauche mehr Minerals. So, noch mehr Hydras gebaut, dann werde ich mal den Locker. Locker muss ich auf jeden Fall bauen. Ihr könnt hier runter, ihr könnt dahin, ihr könnt dorthin und ihr äxt mal hier schon, oder? Rumcreepen. Ich habe viel zu wenig Creep. Und mal die 2 Upgrades nehmen. Ich habe den immer noch nicht gesehen hier. Mass Spinecrawler. Jetzt muss ich auf jeden Fall unbedingt injecten, ganz wichtig. Er hat locker schlecht. Gegen Locker habe ich nichts, da bräuchte ich jetzt Flieger, aber er hat Hydras. Locker fight, jetzt echt scheiße. Probier mal Run-By zu machen, hilft ja alles nicht. Sichern die hier unten. Und machen einfach Base-Trade, wenn wir es schaffen. So, hier haben wir noch genug. Hier können wir gleich noch einen neuen Pool bauen. Schicken noch weitere Linge vor. Nehmen noch eine neue Echse, Jana Gold. Es wird ein bisschen russisch das Spiel, aber was soll's. Der
gar nicht machen. Ist hier ein Lurk oder was macht hier so viel Damage, ey? Er hat bestimmt noch irgendwo Gebäude. Ein Arbeiter gerettet. Das wäre es, wenn jetzt keiner Gebäude mehr hat. Ja, und das ist vorbei, das Spiel. Da würde ich sagen, kann ich rausgehen. Irgendwo wird er noch irgendwo was stehen haben. Und ich würde sagen, doch, das ist ja das hier unten oder was? Wo, wenn ich das vielleicht kriege? Wenn es nur die ist. Nee, es ist nicht nur die. Oh, GG. Er war eindeutig besser. Er hatte bestimmt mehr Wertarmee und Apparat für Ressourcen. Jo, warum besser? Da haben auch meine kleinen Runbys nichts gebracht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin, tschüss, euer Rob. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder bei uns einschaltet. Wer nichts verpassen will, kann gerne kostenlos unten links abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn der Abo-Feed ist leider etwas defekt. Da haben wir immer oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts eines oder anderen Projekte. Bis dahin, schon mal morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.